Willkommen, liebe Leute, zurück zu Assassin's Creed Unity. Weiter geht's. Immer noch auf der Flucht. Flucht mit Hilfe von Rauchbomben. Perfekte Paraden. Alles klar. Mal sehen, ob ich das irgendwie hinkriege. Ich habe jetzt gar nicht richtig mitbekommen, wie er heißt. Wir rennen einfach hinterher. Er kennt schon den Weg anscheinend. Belek. Belek. Feuer, verdammt. Was zum Geil? Ah, komm. Komm, ich will einmal perfekt blocken noch. Oh, ich bin jetzt tot. Immer diese Spielchen von mir. Alles klar. So, jetzt töte ich sie. Hast du, Belek. Hast du. Und jetzt? Brillant. Und wie kommen wir wieder runter? Achso, die Rauchbomben sind schon ausgewählt. Na gut. Schnell hinterher. Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu springen. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kante! Elise? Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem. Nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Al. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen?
Bitte. Geh einfach. Wen soll das bedeuten? Tja, das ist die Frage, wa? Paris! Endlich sind wir in Paris. Paris steht Ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden oder die nächste Einzelspielermission spielen, um Arnauds Geschichte weiterzuverfolgen. Ja, ich hab's euch ja gesagt mit dem Brief. Ich hab's gesagt. Flucht mit Rauchbaum habe ich nicht hinbekommen. Shit. Naja. Kann ja mal passieren. So, die Kiste nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Als nächstes... Ah, hier ist der Notre Dame. Geiles Stück. Ja, viele haben immer gefragt, gibt's den Eiffelturm? Gibt's den Eiffelturm? In dieser Zeit gibt's den Eiffelturm noch gar nicht, Leute. Und, ja, jetzt ohne zu viel verraten, das hat man ja schon in diesem Trailer gesehen, man kommt allerdings zum Eiffelturm durch diese Zeit-Anomalien. Und, da bin ich echt extrem gespannt, wie die funktionieren werden. Das hätten sie, also ganz ehrlich, da hätten sie echt, das hätten sie nicht zeigen sollen. Das hätten sie nicht zeigen sollen. Das wäre so ein geiler Mindfuck, sag ich mal, so eine richtig geile Überraschung. Aber naja. Okay. So. Boah, ist aber verdammt dunkel hier drin, Moment mal. Spieloption, Helligkeit, mal einen höher. So. Und verkauft. So ist okay. Ist das überhaupt meine nächste Hauptmission? Pariser Geschichten, ne, das ist gar nicht meine Hauptmission. Lauf direkt. Ich lauf direkt zu einer Nebenmission. Als wenn es mich angezogen hätte. Wie gesagt, das machen wir dann, wenn wir ein Assassine sind, würde ich sagen. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung, ne? Was ist denn hier los? Was singt denn da so schön? Wow, 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 was ist hier los? Ist der Action am Start. Hauen wir ab. Damit haben wir nichts zu tun. Ja, genau, einen Punkt gibt es, der mich wirklich stört bei dem Spiel. Das merkt ihr nicht, weil ich das schön rausschneide für euch, aber die teils extrem langen Ladezeiten. Aber ich meine wirklich extrem. 30, 40, 50 Sekunden. Aber ich denke mal, das wird nur... Obwohl, das ist auch zwischen den Sequenzen gewesen. Was ich mir zum Beispiel erklären könnte, wäre... Ja, wenn du gerade woanders bist und die Stadt muss erstmal geladen werden oder so. Aber es war jetzt schon öfters so, dass die Ladezeiten extrem lang sind. Aber dafür gibt es halt zwischendurch nichts. Das ist ja vollkommen in Ordnung.
Das ist vollkommen normal. Ist ja bei GTA und den ganzen anderen Open World Spielen auch so. Am Anfang mal eine dicke Ladezeit. Und dann hat sich das Ganze. Als wäre es nix. Als wäre es nix. Die Wiedergeburt. Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Gut. Dann untersuchen wir mal das Innere. Wow. Vielleicht der Sonnenstrahl. Da oben. Oben hat irgendwas geleuchtet. Was soll dies? Also wenn das nicht AC2-like ist, dann weiß ich auch nicht. Erst was aktivieren. Ich glaube, ich höre sogar den Timer. Ich glaube, ich habe sogar den Timer gehört. Aber der Timer für die Folge ist auch vorbei, Leute. Was eine gekonnte Überleitung. Leute, ey, ohne Witz. Ich kann es nicht oft genug sagen. Danke, danke für eure Unterstützung. Es wäre so geil, wenn es so weitergehen würde. Wir hauen es durch, wir zocken es durch. Und wie gesagt, wenn wir Assassine sind, würde ich sagen, fangen wir auch mal an, so ein bisschen die Nebenmissionen auszuprobieren. Ich bin auch vor allen Dingen gespannt auf diese Murder-Mystery-Sachen. Und natürlich, wenn man irgendwie die Zeitanomalien separat spielen muss, dann machen wir das auch. Vielleicht sind die auch in die Story rein strukturiert. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.